Freunde, ich grüße euch. Ja, wie schaut's? Ja, ich bin's mal wieder heute, jetzt mal wieder im Auto und nicht in meinem PKW, sondern im Firmentransporter bzw. Leihwagen. Naja, was soll's. Ja, wie ihr wisst, ich habe ja im letzten Video, habe ich ja eigentlich angekündigt, dass ich einen Livestream am Wochenende halten wollte. Aber beim Wollen ist es halt auch geblieben. Ja, kann man halt nicht ändern. Tja, ich war. Komm, fahr aus Grün, Junge. Ich bin ja in Münster, das zum Brechen. Das ist das absolut nicht meine Stadt. Das habe ich gestern schon gemerkt. Ja, ich wollte ja eigentlich einen Livestream halten, aber irgendwie hat mich die Müdigkeit dann doch ein bisschen zu doll gescheppert. So dass ich sagen musste, nö. Weil das hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn ich jetzt einen Livestream gehalten hätte. Nee, dann wäre ich zu müde gewesen. Was soll's. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt mal wieder die Woche außerhalb. Vorige Woche war ich in Hagen mit den Kollegen. Jetzt bin ich alleine in Münster. Ja, und die Stadt, ich hasse, ich mag diese Stadt nicht. Erstens viele Radfahrer und zweitens ist hier so eine hässliche Baustelle, die ich leider durchfahren muss jeden Tag. Das bis Freitag. Halleluja. Ich stand gerade nämlich mitten auf der Kreuzung. Ich konnte nicht weg, weil alles voll war. Rush-Hour. Wir haben es jetzt 16.30 Uhr. Genau, heute ist Dienstag, der 7.3. Genau, wenn ihr es seht, ist es schon Wochenende. Weil ich habe das ja dann schon ein bisschen geschnitten. Ich wollte gestern eigentlich, wo ich hergefahren bin, wollte ich eigentlich auch schon ein bisschen aufnehmen. Ein bisschen Autobahnfahrt. Mache ich Freitag. Werde ich Freitag ein bisschen noch was schneiden. Es kommen noch ein paar Minuten dazu. Also ihr wisst Bescheid. Ja, wenn ich hier durch den Stau durch bin, melde ich mich gleich nochmal wieder. Also, bis gleich. Rote Ampeln, ich hasse rote Ampeln. Ich bin durch die Baustelle durch. Aber noch rote Ampeln. Manu. Manu. Die Radfahrer fahren alle mit dem Rad. Warum fahre ich nicht mit dem Rad? Weil ich doof bin. Ich will Radfahren. Ich will aussteigen. Ich will raus. Ich will nach Haus. Ich hab's fast geschafft. Das ist nur noch die letzte rote Ampel. Ich krieg's brechen. Und das ist auch noch eine Fußgängerampel. Oh, Alter. Ich will nicht. Wo war denn nicht meine Hotelanfahrt? Ah, die war ja vorne, alles klar. Die war ja vorne. Ich stehe mitten auf der Kreuzung. Ha! Naja, was soll's. Apropos Kreuzung und Autofahren. Stau. Wenn Stau ist, macht man doch eigentlich eine Rettungsgasse, oder? Sehe ich das so falsch? Eigentlich macht man eine Rettungsgasse, aber die lieben Autofahrer heutzutage, die kennen das ja leider nicht mehr. Und fahren einfach wie sie wollen. Und da frage ich mich, wenn diejenigen Leute. Scheiße, da können wir nicht in die Lücke rein. Komm ich da in die Lücke rein? Da komme ich nicht in die Lücke rein. So eine Kacke. Mann, warum stehen die denn alle hier wie Huf, Junge? Kann ich wieder ausrasten? Oh, Jungs. Wir reden mal alle auf den Zimmer hier. Mal gucken hier. Hier mal nachrangieren. So, damit sein. Naja, was soll's. Dann hat er halt Pech, dann packe ich ihn halt ein bisschen zu. So, ist gut, alles klar. Ich melde mich später. Tschüss.
Freunde, kurze Pause, Kaffeepause, Rauchpause und dann geht's weiter. Heute ist Freitag für mich. Wenn ihr seht, ist schon Wochenende oder mitten in der Woche oder keine Ahnung, auch Nacht, ich weiß es nicht. So, jetzt aber Kaffee. Jetzt nach einer ganzen Weile Autofahrt. Jetzt bin ich in Kassel an der Raststätte hier, was Autohof Lohfeldener Rüssel. Ja, hier fahren noch teilweise echt schöne, geile LKWs rum. Habe ich zwar zu selten gesehen, aber wenn ich mal einen erwische, dann ja, schon cool. So, jetzt schnell Kaffee und dann geht's weiter. Ah, einen schönen Kaffee. Ja, ich mache meinen Namen alle Ehre. Tasse Schwarzkaffee oder Becher Schwarzkaffee. Oh, herrlich. Ne, ich muss jetzt mal raus, mir mal einen Kaffee holen, weil heute ist für mich Freitag, für mich Wochenende. Muss noch heimfahren. Irgendwie bin ich heute nicht so ganz so fit wie die letzten Tage. Okay, wo ich sagen muss, ich habe eigentlich immer bis 5:45 gearbeitet. Das zieht sich ein bisschen. Das Video sollte eigentlich mal so ein kleiner Einblick sein, was ich so treibe, was ich so mache. Ich erkläre es natürlich nicht 100%, weil es hat für meinen Sinn nicht so jeden so zu interessieren, was ich so ganz genau mache, wo ich hinfahre, wo ich herkomme. Und vorhin hatte ich natürlich wieder das schöne Erlebnis Reißverschlusssystem. Kennt natürlich kein Schwein, zu 95% vergiss es. Entweder drängeln sich die Leute rein, leider habe ich zu spät auf die Aufnahme gedrückt, da war es zu spät, sonst hätte ich es euch gerne mal gezeigt. Aber ihr kennt das ja sicherlich selber, wenn ihr irgendwo mitfahrt oder irgendwo hinfahrt mit jemandem oder selber fahrt. Ja, was soll's. Nee, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Oder ein Abo. Oder schreibt doch mal in die Kommentare unten rein, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr Bock drauf habt auf sowas. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Gaming-Video, Livestream oder halt wieder in so einem Video, in so einem, wie soll ich es nennen, Vlog? Kann man, ja. Weiß ich noch nicht, wo ich es hinordne. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns. Ich lasse noch ein Video dahinter laufen und dann soll es das auch von mir so ein ganz kleiner Einblick schon gewesen sein. Also bis dahin. Ciao.